Hallo, du Liebe. Herzlich willkommen in meiner Praxis und herzlich willkommen zu deiner ersten Coaching-Stunde in meinem Transformations-Coaching. Wir werden uns ja jetzt die nächsten 3 Monate sehr regelmäßig sehen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Schritt gegangen bist, dass du dir diese Zeit für dich nimmst und dass wir gemeinsam an deinen Herausforderungen in deinem Mama-Alltag arbeiten. Ich würde sagen, ich schenke dir erstmal eine Tasse Tee ein, weil die Coachings mit mir, die sollen dir nicht noch zusätzlich Druck machen, nicht noch zusätzlich Stress bereiten. Du darfst dich hier bei mir auch ein Stück weit entspannen, vom Alltag abschalten und ich habe keinerlei Erwartungen an dich. Du musst dich nie unter Druck gesetzt fühlen, wenn es zum Beispiel um deine kleinen Hausaufgaben geht. Das hier dient dir und einem freudvolleren Alltag für dich. Und da sind Stress und Druck und Anspannung und Unruhe nicht so förderlich. Guck mal, die habe ich letztens bei Ikea gekauft. Ich fand die so schön. So, und ich habe hier einen grünen Tee. Ich habe mir vor ein paar Monaten angewöhnt, jeden Morgen grünen Tee zu trinken. Ich bin ja kein Kaffeetrinker. Und ich finde, dass der Energie schenkt und allgemein so eine schöne ausgleichende Wirkung auf uns hat. Und ich habe jetzt hier marokkanischer Zauber. Der grüne Tee noch mit Minze verfeinert. Und wenn ich hier deinen Tee mache, kannst du mir ja mal erzählen, wie es dir jetzt gerade hier heute geht, was bisher heute schon so passiert ist. Und ich gieße in der Zwischenzeit deinen Tee auf. Hier, was hier neben uns steht, was das ist. Moment, ich zeig's dir. Das hier ist mein kleiner transportabler Diffuser. Also der funktioniert ohne Kabel. Den nehme ich gerne hier mit hin in die Praxis oder auch auf längeren Autofahrten. Und was ich hier jetzt gerade diffuse während unseres Coachings, ist das hier. Ich nehme eigentlich während den Coachings sehr gerne Adaptive. So. Das ist eine Ölmischung und ich liebe die, weil die beruhigt so ein bisschen den Geist, die Sinne, wirkt ausgleichend, aber auch ein Stück weit belebend und unterstützt einfach in schwierigen Situationen, auch mal bei schwierigen Gefühlen und bildet dadurch einfach eine gute Voraussetzung für das Coaching. Ja, zu ätherischen Ölen kann ich dir später gerne auch noch mal mehr erzählen, wenn du magst. Okay, dann starten wir mal. Das ist ja heute hier unser erstes Gespräch, bevor wir dann ins eigentliche Transformationscoaching starten. Dann treffen wir uns ja alle 2 Wochen und sprechen miteinander. Und auf Grundlage der Fragen, die du mir im Vorfeld schon beantwortet hast und dem, was heute hier in diesem Gespräch noch rauskommt, erstelle ich für mich einen Plan
was wir während der 3 Monate Transformationscoaching zusammen machen wollen. Dieser Plan ist aber wandelbar. Wenn da plötzlich was in deinem Alltag passiert, was wir besprechen wollen, oder im Coaching sich ein bestimmtes Thema ergibt, dann passe ich das immer super gerne an. Und du hast mir im Vorfeld ein paar Fragen beantwortet und auf die würde ich jetzt noch mal ein bisschen eingehen, würde dann noch mal ein bisschen mit dir drüber sprechen wollen. Du kannst noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen und vielleicht habe ich auch noch die ein oder andere Frage. Ich nehme mir was zu schreiben. Also nicht wundern, wenn ich zwischendurch ein bisschen mitschreibe. Brauche ich einfach für später. Okay. Die erste Frage war ja, was du mit unserem Coaching erzielen möchtest. Und da kamen bei dir eigentlich wirklich auch so die klassischen Antworten, die ich so kenne, dass du dir einfach mehr Freude im Leben wünschst. Und das kenne ich auch aus meiner Zeit damals, dass man plötzlich bemerkt, dass man das irgendwo auf dem Weg verloren hat, die Freude am Leben, die kleinen Dinge so wertschätzen zu können. Ja, genau. Und einfach diese Freude am Leben zu sein, das Leben zu genießen, glücklich zu sein. Genau. Und du hast dir auch mehr Entspannung gewünscht, mehr Ruhe. Bist sehr unruhig. Ja. Ja, und dann ist man so dazu verleitet, abends einfach nur aufs Handy zu gucken. Ich kenne das gut. Man so durch die Reels scrollt, kann man den Geist gut abschalten, aber es ist nicht besonders heilsam. Ja. Und als Punkt hast du auch noch deinen Selbstwert angeführt. Magst du mir das nochmal ein bisschen erklären? Frauen, dass uns das so eingeimpft wird, dass auch bestimmte Erwartungen an uns gestellt werden. Ja, übrigens, ich habe immer meine 2 Katzen mit in der Praxis. Also die eine, die frisst da gerade, und die andere, die sehe ich da so um dich rumschleichen, die kannst du dann auch super gerne streicheln. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das die Mamas auf eine ganz andere Art und Weise runterbringt, wenn so ein Tier denen nochmal Nähe schenkt. Genau. Aber zurück zum Thema Selbstwert. Das sind so scheinbar Kleinigkeiten, die mal jemand zu uns gesagt hat und die bestimmen aber gut 20 Jahre später immer noch unseren Alltag, immer noch, bestimmen immer noch, wie wir über uns denken und wie wir miteinander sprechen. Und einfach, dass du erkannt hast, dass da Problem vorliegt mit deinem Selbstwert, wie du dich selbst siehst, ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Ganz oft merken wir das in unserem stressigen Alltag gar nicht, wie wir innerlich eigentlich mit uns sprechen und was da für Muster ablaufen. Dann habe ich dich gefragt, welchen Herausforderungen du jetzt gerade aktuell gegenüberstehst. Und da hast du natürlich die Pandemie angeführt. Die Herausforderung, die das halt auch für dich und deine Familie mit sich bringt, auch Zeit. Du sagst, du findest einfach keine Zeit für dich im Alltag. Und das ist auch eines so der ersten Themen, die wir angehen werden. Weil wir natürlich im Transformationscoaching gucken, welche Routinen kannst du etablieren, was kannst du tun, um wieder mehr Lebensfreude zu finden, aber dich auch im Alltag immer mal wieder entspannen zu können.
Und ich gebe dir ja auch immer kleine Hausaufgaben auf. Für die darfst du ja dann auch Zeit im Alltag finden. Deswegen wird es so eines unserer ersten Themen sein. Wie du in deinem persönlichen Mama-Alltag doch Zeit für dich findest. Wir werden halt gucken, wo sind denn auch deine Zeitfresser? Da spielt das Handy halt eine ganz, ganz große Rolle. Aber auch dieses Verständnis von, wenn ich mir Zeit für mich nehme, kann ich den Haushalt dann trotzdem machen. Und meistens schaffe ich genauso viel Haushalt, wenn ich mir vorher auch nochmal Zeit für mich genommen habe. Das widerspricht sich nicht. Dass man sich erst 15 Minuten Pause gönnt und dann 30 Minuten was im Haushalt macht und wahrscheinlich in diesen 30 Minuten dann mehr schafft als in einer Stunde, wenn man sich halt nicht vorher auch nochmal Zeit für sich genommen hat. Also ist ganz oft einfach auch eine Prioritätenfrage. Wie setzt du denn die Prioritäten in deinem Leben? Genau, dann hattest du noch mir geschrieben, alles unter einen Hut zu bringen. Also sowohl dein Job, der Haushalt, halt auch intensive Alleinzeit mal mit den Kindern, aber auch mit dem Partner und mit sich selbst. Ich verstehe, dass das immer eine große Herausforderung ist, weil man so vieles möchte. Und auch da ist wieder wichtig das Thema Prioritäten, aber auch, was ist jetzt gerade wichtig? Und das darf sich aber auch jeden Tag verschieben. Bin ich heute sehr wichtig, weil ich vielleicht große Herausforderungen im Job zu meistern hatte heute oder weil es mir einfach nicht gut geht? Oder geht es mir heute mal gut und diese Freude möchte ich vielleicht gerne mit den Kindern oder dem Partner teilen? Und ich werde dir auch im Transformationscoaching aufzeigen, dass man auch ganz vieles miteinander verbinden kann. Also, dass du was Gutes für dich tun kannst und gleichzeitig mit deiner Familie zusammen sein kannst. So Möglichkeiten sind zum Beispiel Gehmeditationen oder wenn ihr auf dem Spielplatz seid und du einfach mal ein paar Sekunden die Augen schließt und das Gesicht in die Sonne streckst. Oder aber auch, ich werde dir zeigen, wie du auch mit deinen Kindern zusammen meditieren kannst oder andere Entspannungsübungen nutzen kannst. Ist vielleicht auch ganz interessant, das mal mit deinem Partner zusammen zu machen. Und deine Familie wird merken, wenn du dir diese Zeit für dich nimmst, geht's dir ja auch besser. Und davon profitieren sie ja auch. Ja, ja, genau, genau. Lass mich kurz schauen, was du noch aufgeschrieben hast. Genau, das war auch noch so ein wichtiger Punkt. Du hast geschrieben, am Anfang wurdest du nicht ernst genommen, als du gesagt hast, du kannst nicht mehr, das fühlt sich nicht mehr gut an. Das habe ich auch schon von vielen Frauen gehört und ich finde es immer wieder traurig, dass man vielleicht auch gerade als Mutter nicht ernst genommen wird, wenn man sagt, mir geht's schlecht, ich kann nicht mehr, ich muss etwas verändern und das dann so abgetan wird, als du hast dir ausgesucht, Kinder zu bekommen. Mutterschaft ist halt anstrengend, da musst du jetzt durch oder hab dich nicht so. Und wir kommen zum Glück immer mehr daran, dass wir offen über Depression, über Burnout sprechen, immer mehr Menschen dazu stehen, dass sie es hatten, dass sie es haben. Und ich finde es erstmal mutig, überhaupt das vor seinen Freunden, vor seiner Familie zu sagen. Und du hast ja auch selber gesagt, dass mit der Zeit die meisten das tatsächlich dann auch ernster genommen haben. Aber wichtig ist erstmal im ersten Schritt immer, dass man sich das selbst eingesteht und sich dann davon auch ein bisschen abgrenzt, wenn das andere abtun. Weil es geht immer um dich und deine Wahrnehmung. Wenn du das als schlimm wahrnimmst, dann ist das für dich schlimm, auch wenn das andere Menschen vielleicht nicht so sehen würden. Deswegen ist ja jeder von uns ganz individuell. Mhm. Ah ja. Ja. Mhm. Okay. Dann wollte ich von dir gerne wissen, was du bereits unternommen hast,
in letzter Zeit, um diese Herausforderung in deinem Alltag zu handeln. Und da hast du mir erzählt, das fand ich so schön, dass du bei meiner letzten Meditations-Challenge dabei warst. Ah ja, also du hattest schon mal irgendwann mal meditiert und dir hat das gefallen. Und es fehlte dann an der Routine. Ja, kenne ich gut. Genau, und in der Meditations-Challenge hatten wir ja dann 5 Tage lang, dass du 5 Tage lang Kurzmeditation von mir hattest. Und die hast du auch jeden Tag gemacht. Sehr gut. Ja, es tut so gut, oder? Und das ist das, man muss es erfahren, man muss es machen, man muss das spüren. Genau, dann hat man diesen Wunsch dann tatsächlich, das weiterzumachen, das als Routine fortzuführen. Und das machst du jetzt auch. Ja, das ist ganz toll. Man muss nicht unbedingt jeden Tag meditieren. Man kann so mit 2-3 Mal pro Woche anfangen. Diese Kurzmeditation, die ich auch mache, genau. So 10, 15 Minuten am Tag reichen. Und das tut so gut, oder? Ja, ich verstehe total, was du meinst. Genau. Dann hast du auch gesagt, dass du mir ganz allgemein folgst, dass du meine YouTube-Videos guckst, dass du auf Instagram immer mal schaust, was ich mache und dir da schon ein bisschen rausziehen konntest. Genau, aber es ist halt nochmal was ganz anderes, was viel intensiveres, wenn wir so im 1:1 zusammenarbeiten können. Genau, also das ist nichts im Vergleich dazu, als wenn du halt versuchst, die Tipps von Instagram irgendwie alleine umzusetzen. Genau. Und du hast mir gesagt, dass du auch ein bisschen was gelesen hast. Finde ich immer gut, weil es ist, ich finde, inspirierend und motivierend. Genau, genau. Da kann ich übrigens, die habe ich gerade hier liegen, da kann ich zu dem Thema auch immer die Zeitschrift hier empfehlen. Es gibt ja mittlerweile viele Zeitschriften aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder persönliches Wachstum. Ja, also so die Happiness oder so. Und ich lese schon verschiedene, aber die, die ich wirklich mir immer besorge, regelmäßig alle gelesen habe und auch zu 80% alle Inhalte lese, weil sie mich wirklich interessieren, weil sie toll aufgearbeitet sind, ist die Zeitschrift hier. Das ist die Zeitschrift von Laura Marlina Seiler, die kennst du vielleicht, der hat auch einen ganz, ganz tollen Podcast, den kann ich dir auch sehr empfehlen. Die Zeitschrift heißt I Am. Das ist jetzt gerade die neueste Ausgabe. Die habe ich selber auch noch nicht gelesen. Aber deswegen liegt sie hier. Und die kann ich wirklich immer empfehlen. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, was man lesen kann. Genau. So. Dann wollte ich von dir, dass du mir deine 3 größten Errungenschaften der letzten 12 Monate nennst. Und ich möchte dich einmal fragen, wie das so für dich war, darüber nachzudenken, was du schon, ja, was du so erreicht hast, was so Erfolge waren, was du toll gemacht hast. Ich würde sagen, das ist bei 90% der Mamas so, mit denen ich zusammenarbeite, dass das erstmal schon ganz komisch ist. Nicht immer über alles nachdenken zu müssen, was noch gemacht werden muss oder was man vielleicht mal wieder versemmelt hat, sondern darüber, hey, was habe ich denn schon Tolles geleistet eigentlich? Darauf mal wieder den Fokus zu lenken. Und das fällt auch vielen einfach schwer. Genau, weil wir eher darauf getrimmt sind, wirklich auf das zu gucken, was nicht so gut klappt oder was negativ ist, was uns überfordert, anstatt den Fokus darauf zu richten, was schon alles Tolles da ist. Genau, das werden wir auch im Transformationscoaching gucken. Schauen, was schon eigentlich alles Tolles in deinem Leben da ist und das wieder mehr in den Fokus rücken. Genau, genau. Danke. So. Dann hatten wir, war meine nächste Frage, was du in den nächsten 3 bis 6 Monaten erreichen möchtest, was dich noch beängstigt.
Also 3 Monate geht ja auch unser Transformationscoaching und das, was wir erarbeiten oder da miteinander an Übungen auch machen, das geht ja dann weiter. Das heißt, wir legen jetzt die Grundlage für die nächsten 3 bis 6 Monate fürs nächste Jahr. Und Grenzen setzen war so ein Thema bei dir. Also halt auch dieses Mal zu sagen, innerhalb deiner Familie, jetzt möchte ich mal allein sein, es bräuchte Zeit für mich, aber auch hier, stopp. Und im Umgang mit deiner Familie, dass du nicht so die Negativität aufnimmst. Das kriegen wir hin. Ja, das ist so, jemand kommt zu dir und irgendwie nehmen wir automatisch die Wut und den Ärger desjenigen mit auf und machen sie zu unserer, aber wir können genauso sagen, das ist deine Wut. Behalt die bitte, behalt deine Unzufriedenheit, ich brauche die nicht. Das können wir lernen und das machen wir auch zusammen. Genau. Und die letzte Frage war, die ich jetzt auch noch mit dir besprechen möchte. Lass mich kurz gucken. Was sind wesentliche Hürden, die dich davon abhalten, deine Ziele, die du gerade genannt hast, zu erreichen? Da warst du zum einen aufgezeigt, Angst, ganz klassisch, ne, dieses, man weiß ja nicht, was dann da alles passiert, was da an Gefühlen, an Gedanken, an alten Dingen aus der Vergangenheit hochkommt. Deswegen finde ich das tatsächlich so wichtig, in so ein Coaching zu kommen, es mit jemandem zusammen zu machen, dass da jemand da ist, der einen auffängt, der einen aber auch da durchleitet. Genau. Unsicherheit hast du genannt. Eben auch, ne, was da kommen kann, aber auch dieses, schaffe ich das eigentlich, mein Leben zu verändern? Und ich bin mir sicher, dass wir das zusammen schaffen, deine Ziele zu erreichen. Selbstzweifel war auch noch ein großes Thema. Ja, klar, wenn dein Selbstwert nicht so hoch ist, zweifelst du natürlich daran, ob du es wirklich schaffst, dir die Zeit dafür zu nehmen. Dann wirklich auch regelmäßig zu meditieren, Grenzen zu setzen, das auch vor deiner Familie durchdrücken zu können. Und der Faktor Zeit natürlich. Deswegen ist es das ja, genau, was ich schon gesagt habe. Das gucken wir uns dann in 2 Wochen noch mit als erstes an, wo du dir die Zeit dafür nehmen kannst für dich und um das hier vom Coaching auch einfach umzusetzen. Okay. Hast du denn noch Fragen an mich? Also du weißt ja, mit dem Transformationscoaching hast du jetzt auch die Möglichkeit, mir jederzeit eine WhatsApp-Nachricht zu schicken. Einfach, wenn du einen guten Tag hast, um mir davon zu erzählen. Aber auch, wenn du einen schlechten Tag hast, mir davon zu erzählen. Von deinen Erfolgen zu erzählen. Von Dingen zu erzählen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Oder um einfach nochmal bei bestimmten Dingen nachzufragen, was du tun kannst. Genau, genau. Also wenn da auch in 2 Stunden eine Frage aufkommt, dann kannst du mir dann sehr gerne schon schreiben. Ja, also wenn deine Freundin Interesse an einem Transformationscoaching hat und nicht hier zu mir in die Praxis kommen kann, ich mache das Ganze auch vermehrt tatsächlich online, dann telefonieren wir oder sprechen wir über Zoom. Genau, und zu Beginn, so wie wir beide das auch gemacht haben, sprechen wir erstmal völlig unverbindlich und kostenlos 15 Minuten am Telefon und gucken einfach so, wo will deine Freundin hin? Wie kann ich sie dabei unterstützen? Und das kann einfach jeder machen. Und dann erstelle ich ein individuelles Angebot fürs Transformationscoaching, so wie ich das bei dir auch gemacht habe. Und dann kann deine Freundin entscheiden, ob sie auch mit einsteigen möchte. Genau, sag ihr einfach, dass sie sich gerne bei mir melden kann, mir eine E-Mail schreiben kann oder eine WhatsApp schicken oder bei Instagram. Dann machen wir ein Telefonat aus und dann gucken wir weiter. Genau, gut. Dann lass uns doch unseren nächsten Termin ausmachen.
nächste Woche. Und dass wir dann immer im Rhythmus von 2 Wochen Tag und Uhrzeit, wenn möglich, beibehalten. Sonst bin ich da auch flexibel, wenn was dazwischen kommt. Wie gesagt, das Transformationscoaching soll nie ein Stressfaktor für dich sein. Wir bekommen das immer alles geregelt, wenn du krank bist, ein Kind krank ist. Was dazwischen kommt, ist das gar kein Problem. Und dann sprechen wir ja jetzt alle 2 Wochen immer 30 Minuten miteinander, nehmen uns ein bestimmtes Thema vor. Ich gebe dir ein paar Hausaufgaben mit. Genau, dann lass uns mal gucken, ja. Schlag mir mal was vor und ich guck mal nach, wie es da aussieht. Genau, da kann ich dir zum Beispiel 11 Uhr anbieten. Oder auch gerne 20 Uhr abends, wie es dir lieber. Okay. Trage ich dich hier ein. Sehr gut. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und dann geht es so richtig los. Ich freue mich sehr. Das wird eine ganz, ganz tolle Zeit. Du bist einfach eine wundervolle Frau und ich finde es unglaublich mutig, dass du schon diesen Schritt gegangen bist, dass du jetzt hier bist, dass ich dich begleiten darf jetzt auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Glück, mehr Lebensfreude und Entspannung. Und wir werden jetzt ganz tolle 3 Monate miteinander verbringen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.